erste. So, ich bin's nochmal für alle anderen. Mein Name ist Mike. Ich präsentiere hier den Jahresrückblick der Freifunk-Community Kiel. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Das Publikum hat sich mittlerweile etwas ausgedünnt. Aber gut, so ist das halt irgendwie. Es sind ja auch irgendwie anstrengende Sachen. Einige Sachen kommen nochmal vor, andere Sachen sind vielleicht neu. Und zum Ablauf, also ich mache das für Kiel, danach kommt noch jemand, der berichtet das für die Community Nord und danach kommt nochmal jemand, der berichtet für die Community West. Ja, Freifunk Kiel hat ein Netzwachstum seit 2012, ein stetiges Knotenwachstum erreicht. Hier ist die Zahl von Juli 2012 mit beschaulichen 14 Knoten. Das heißt also praktisch, die Anfänge waren doch sehr, sehr lokal. Obwohl Freifunk ja sowieso lokal ist, ist es halt dort praktisch nicht gesehen worden. Im August 2012 sind wir dann schon bei 25 Knoten. Im Oktober 2012 waren es dann schon beschauliche 40 Knoten, die sich daran beteiligt hatten. Im März 2013 auf rasante 78 Knoten gestiegen. Im September 2013 dann schon auf die 100-Marke geknackt mit 105 Knoten. Und ab 2013 nahm das dann alles ein bisschen Fahrt auf. Und dann sehen wir dann zum Beispiel in 2014, das heißt also praktisch ein glattes Jahr danach, 180 Knoten und circa 300 plus Nutzer. Nutzer in dem Falle halt, das sind diese blauen, das sind diese roten Punkte, die an den blauen Punkten dranhängen. Das heißt also die Leute, die effektiv Freifunk benutzen. Danach haben wir ein Datum 2015 im September, ein wieder eingeschlagenes Jahr, was uns 300 Knoten beschert hat und über 500 Nutzer. Und bis zum heutigen Tag sind wir bei ungefähr roundabout 317 Knoten und circa 600 und plus Nutzern. Wir hatten vorhin schon daran erwähnt, dass es also die Freifunk Community Nord gibt. Das hat sich auch niedergeschlagen in Freifunk Kiel. Und zwar sieht man zwischen September 2015 und September 2016 hat sich jetzt nicht sehr viel an den Knotenzahlen geändert. Das sind so die Zeitpunkte, wo halt eben FF Nord entstanden ist, die auch Knoten, den Betrieb von Knoten außerhalb Kiels gewährleistet hat. Und die Grenze ist halt einfach schwierig zu ziehen. Aber wir haben uns halt letztendlich dafür entschlossen, weil wir in Freifunk Kiel auf einmal Knoten an der Westküste nähe der dänischen Grenze hatten, was also praktisch jetzt vielleicht nicht so wirklich die Idee war, weil es sollte ja ein dezentrales, lokales Netz entstehen, was halt praktisch dort irgendwo halt eben nicht zu unserer Idee entsprach. Und das sind halt so die Nutzerzahlen bzw. die Knotenzahlen und die also auch irgendwie durch die Vereinfachung, wie wir es gerade eben im Bespielen von den Knoten, von der Firmware gesehen haben, doch widerspiegeln, dass die Leute sich sehr, sehr einfach und sehr schnell daran beteiligen können. Ja, Standorte hier in Kiel, hauptsächlich der Hauptbahnhof, kann man auch sehen, ist immer ein Ort, wo sich sehr, sehr viele Knoten, halt zu speziellen Zeiten, muss man auch dazu sagen. Das heißt also, es gibt also auch eine Knotengrafen, in dem man auch die Nutzerzahlen bzw. diese User sieht, die das benutzen. Da gibt es am Hauptbahnhof, die steigen dann halt eben zu den hochfrequenzierten Zeiten am Hauptbahnhof. Veneter Platz ist auch ein sehr schöner Ort, wo man sehr viele Leute sehen kann und sehr viele Nutzer sehen kann, die auf den Knoten drauf sind. Ein sehr beliebter Platz. Unrat ist zum Beispiel eine Kneipe, die auch Freifunk anbietet. Die hängt halt auch in so einem Cluster mit drin. iPhone-Reparaturcafé Kiel ist in der Gutenbergstraße, wird auch benutzt. Café Godot, wer es noch nicht kennt, ein kleines Café mit Literaturangeboten, benutzt auch Freifunk. Kitty Rock Belly Full ist ein Restaurant, was Freifunk anbietet. Hier im Wissenschaftspark ein Stückchen weiter die Straße runter, namentlich natürlich die Toppoint als Hackerspace, ist komplett verfreifunkt, möchte ich sagen.
die Starter Kitchen, ein Nachbar von uns ebenfalls. Und wir hatten vorhin, hatte ich einmal kurz das, den Stadtteil Wiek erwähnt und hatte dafür auch einen Ausschnitt irgendwie gezeigt, der auch halt so ein Cluster als Beispiel zeigt. Ja, unsere Veränderungen in Kiel in der Gateway-Infrastruktur. Wir haben ein, in Bezug auf die Gateways, wir haben halt ein Gateway verloren aufgrund von Wegzug, haben aber im Gegenzug dazu zum letzten Jahr zwei neue Gateways dazu bekommen. Das heißt also praktisch, dass wir die Gateway-Situation in Kiel doch wieder glücklicherweise unter Kontrolle gebracht haben und dort halt eben auch den ruckelfreien Zugang zum Internet zu gewährleisten. Wir geben unser Möglichstes, Best Effort, wie ich vorhin auch schon sagte. Wir realisieren hier in Kiel den Internetübergang mit Anon VPN. Das ist die Webseite hide.me, auch gesponsert von einem Freiwilligen, den wir nutzen auf einigen Gateways. Andere Gateways benutzen den Uplink über Fördervereine Freie Netzwerke e.V. Ich hatte das vorhin schon kurz angesprochen. Das geht dann praktisch über Berlin. Das heißt also, es bleibt auch in Deutschland. Man merkt es, indem man Suchergebnisse, wenn man im Hide.me ist, in englischer Sprache erhält und wenn man über das Berlin eine Suche aufgibt, dass man dann halt auf einmal deutsche Ergebnisse bekommt. Ja, Firmware hatten wir gerade eben gesehen, wie man sie bespielt. Wir hier in Kiel benutzen Gluon als Version. Dort gibt es halt eine, oder gab es jetzt kürzlich eine Veröffentlichung im September, und zwar die 2016.1.5.1. Es wurde sich auch in der Gruppe, die Gluon-Version für Kiel baut, auf ein Versionsschema geeinigt. Damit hat sich praktisch also das auch irgendwie ein wenig strukturiert, sodass man also auch jetzt da unterscheiden kann. Es sind halt immer verschiedene Leute mit verschiedenen Aufgaben betraut und da hat man sich jetzt auf ein Versionsschema geeinigt. Und es werden auch mehr Geräte unterstützt, weil auch die Evolution in den Geräten natürlich stattfindet und es halt auch natürlich für den Betrieb der Gluon-Firmware auf den Router natürlich auch immer wichtig ist, dass man also auch sozusagen die Ausgabe von den Routern sich anguckt. Was hat sich geändert? Ist die Hardware immer noch dieselbe geblieben? Kann ich dort Gluon installieren oder Gluon nicht installieren? In dieser Firmware, die jetzt als nächstes rauskommt, gibt es Features, die den USB-Anschluss eines 1043, wie wir ihn vorhin gesehen haben, nutzt. Dort können dann praktisch im Auto-Mount-Modus Sachen wie ein USB-Stick eingebracht werden, angeschlossen werden, der praktisch das dann auf dem eigenen HTTP-Server sozusagen dann diese Daten freigibt, die man dann auch mit anderen Leuten teilen kann. Es gibt als weiteres Feature einen Roaming-Guide. Den muss man natürlich auch per Hand anschließen. Per Hand irgendwie wird der nur aktiviert. Das ist also eine Opt-in-Sache. Dort geht man in Config-Modus und muss das dann praktisch selbst mit der Hand erledigen. Wahrscheinlich nur für Leute, die das selber möchten. Um das kurz zu erklären, der Roaming-Guide. Es gab halt eben die Frage, gehe ich von einem Router zum nächsten Router irgendwie, habe ich immer einen Verbindungsabbruch. Und dieser Roaming-Guide verhindert dieses und lässt mich praktisch sozusagen im gleitenden Modus von einem Router zum nächsten wechseln. Das war halt ein Feature. Das ist ein Feature, das in der neuen Version, die hoffentlich doch bald erscheint hier in Kiel, dann mit zur Verfügung steht. Ja, die Infrastruktur-Tools, wir hatten es vorhin schon gesehen, das Mesh-Freifunk in-kiel.de. Dort können wir halt unsere Router aufrufen und beziehungsweise die Webseite diesen Mesh-Viewer aufrufen und können uns halt eben dort ranzoomen, können einzelne Clients aufrufen und ihre Kontaktdaten einsehen. Ist es ein Nachbar von mir? Kann ich den vielleicht irgendwie treffen? Kann ich ihm vielleicht einfach auch eine Mail schreiben und ihn vielleicht bitten, den Router doch ein Stückchen irgendwie an die Seite zu rücken? Das ist ein Tool. Dann haben wir einen Redmine Issue Tracker. Unter issues
www.in-kiel.de oder auch kurz redmine.ffki, wenn man im Freifunknetz schon bereits drin ist. Das ist der Unterschied von den beiden URLs. Das eine ist, wenn ich im Freifunknetz sowieso schon drin bin. Das andere ist auch von draußen erreichbar, wenn ich also nicht im Freifunknetz bin. Dort kann man sich einen Account erstellen. In diesem Account kann man dort halt dann in einigen Projekten teilnehmen. Was viele gemacht haben, sind zum Beispiel im Punkto Flüchtlingen, dort halt eben Flüchtlingsunterkünfte beschrieben haben und die jeweilige Anbindung teils mit Fotos. Das ist praktisch also eine Möglichkeit auch für die Community selbst, sich aktiv zu beteiligen und dort auch zu kommunizieren. Im Aufbau momentan hier in Kiel ist ein öffentliches Monitoring inklusive der Statistiken, die wir praktisch dort ins Netz stellen, sodass also jeder sich informieren kann, wie viel Netzverkehr geht überhaupt, wie viele Knoten sind dort, was allerdings wahrscheinlich nur für Menschen sein wird, die sich halt eben wirklich etwas näher mit der Materie beschäftigen. Ja, öffentliche Dächer, wir hatten es vorhin auch schon angesprochen, gibt es dort Unterstützung, hatte das Projekt, das Pilotprojekt auch kurz beschrieben. Es gibt einen Beschluss des Landtages zum Öffnen von Landesdächern im März. Das ist März 2015. Wir haben mittlerweile 2016. Es gibt ein Interessenbekundungsverfahren, was halt läuft. Ja, es sind halt eben Regeln, die man einhalten muss, um diese Router halt eben aufzustellen. Wir erfahren von einigen Teilen aus der Landesregierung sehr großen Support. Das finden wir auch toll und auch sinnvoll. Nur leider mahlen die Mühlen der Bürokratie halt eben sehr langsam. Und es sind trotz nachhaltiger Aufforderung an die Landesregierung halt bisher noch keine wirklichen konkreten Ergebnisse hervorgetreten. Dasselbe gilt für den Stadtrat hier in Kiel selbst. Die Stadtdächer für Freifunk sind freigegeben. Es gibt allerdings auch noch keine Liste und es gibt auch noch keine wirkliche konkrete Vorstellung, wie man das irgendwie umsetzen will. Vielleicht will man auch nur noch mal gewählt werden für die nächste Amtsperiode und sich das nicht verscherzen. Die Mühlen mahlen halt sehr langsam und vielleicht traut man auch Freifunk das nicht zu. Ja, vielleicht traut man so vielen Sachen den Bürgern einfach nicht zu. Ja, auf der anderen Seite benötigten wir für dieses Pilotprojekt ein Trägerverein, der halt offiziell als Ansprechpartner für dieses Pilotprojekt galt. Dort ist entstanden der Offene Netze Nord e.V., der ist mittlerweile gegründet und nach einigen anfänglichen Schwierigkeiten dann halt auch in Arbeitsform sozusagen mittlerweile vorgedrungen. Der kann dieses Dachinstallationsprojekt wie zum Beispiel das Pilotprojekt und auch die Finanzierung übernehmen. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen übergreifend. Hier sind die Grenzen zwischen Kiel und Land Schleswig-Holstein stellenweise fließend. Allerdings unterscheiden wir trotzdem immer noch, was in Kiel stattfindet, ist natürlich was anderes, was also auf Landesebene stattfindet. Somit also auch die Dächer. Es gibt halt landeseigene Dächer, wo dann das Pilotprojekt stattfinden kann, was natürlich auch in Kiel ist. Allerdings gibt es Dächer, die der Stadt Kiel selbst gehören, die also praktisch also auch unabhängig von diesem Pilotprojekt diese Sachen stattfinden lassen kann. Etwas verwirrend, aber das ist halt einfach so. Ja, Offene Netze Nord e.V. ist ein Verein zur Unterstützung der offenen Netzstrukturen in Norddeutschland. Es ist ein öffentlicher Ansprechpartner. Es ist zudem eine juristische Person für Verträge, wie zum Beispiel das Pilotprojekt oder wie vielleicht auch für andere Dinge. Da ist wahrscheinlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Der Verein ist explizit nicht gemeinnützig. Das hat mehrere Gründe. Die Gemeinnützigkeit ist natürlich eine feine Sache irgendwie, aber links, wenn man mit Geldern hantiert, hat sich dieser Verein halt sozusagen dazu entschlossen, es nicht gemeinnützig zu machen, um dort mehr größere Freiheiten zu haben. Das führt dazu, dass man praktisch für Freifunk hier in Kiel und auch für Nord Spenden annehmen kann und diese dementsprechend halt auch weiterleiten kann. Dazu gibt es halt auch eine Adresse, wenn man sich dort sozusagen informieren möchte. Das ist die offene Netze nord.de.
Dort kann man hingehen, kann sich das durchlesen und kann auch dort Kontakt aufnehmen, um halt mitzumachen, Anregungen zu haben oder sonstiges loswerden. Die Neuregelung, da kommen wir zu den Entwicklungen, die politischen Entwicklungen. Wir hatten es auch kurz vorher irgendwie auch im letzten Beitrag irgendwie politische Entwicklung. Die Neuregelung des Telekommunikationsrechts hat nicht mehr Rechtssicherheit gebracht, sondern lediglich andere Rechtssicherheiten hervorgerufen, die auch für uns halt eben sehr schwierig, für uns, die halt eben Freifunk anbieten oder Knoten aufstellen und halt für andere zugänglich machen, das Leben nicht leichter gemacht haben, sondern weiterhin irgendwie die Möglichkeit nicht ausschließen, dass wir das halt irgendwie über einen anonymen VPN-Anbieter halt praktisch weiterleiten. Mittlerweile wurde ich auch angesprochen auf dieses EuGH-Gesetz. Da gibt es auch wieder eine Neuregelung. Die habe ich bisher noch nicht irgendwie durchgearbeitet. Aber es ist, wie gesagt, der Stand der Dinge ist, dass es nicht mehr Rechtssicherheit gibt, sondern eigentlich noch andere Rechtsunsicherheiten aufbaut, die vielleicht für den privaten, auch für das private Aufstellen nicht unbedingt die große Konsequenz vielleicht sind, aber für einen, wie ich vorhin schon sagte, Café Goudot oder auch irgendwelche Restaurants oder Kneipen, die das aufstellen könnten, natürlich schon eine interessante Frage sind. EU-Radio-Lockdown-Direktive, das für die, die es jetzt noch irgendwie noch nicht auf dem Schirm hatten, es gibt ein klares Gesetz, was die Routerhersteller sozusagen dazu verpflichtet, den Zugang zu den Routern und auch die Sicherheit der Router sozusagen ein- oder sicher machen soll. Das ist eigentlich eine recht sinnvolle Angelegenheit, diese Dinge zu tun. Allerdings führt das auch dazu, dass praktisch die Routerhersteller dann sagen könnten, ich muss die Firmware so verschließen, dass praktisch im Grunde genommen ich keine Möglichkeit mehr habe für mich als Privatkäufer eines Gerätes, diese Firmware zu verändern, beziehungsweise eine andere Firmware aufzuspielen. Das ist eine recht irgendwie kuriose Angelegenheit, weil das Gesetz eigentlich ja im Grunde genommen eine interessante Sache ist. Die Router werden sicherer, aber wenn das dazu führt, dass man praktisch selbst praktisch keine Firmware mehr aufspielen kann, ist natürlich auch die Frage gestellt, irgendwie kann ich damit überhaupt noch machen, was ich will, obwohl ich dieses Produkt gekauft habe. Gibt dazu erste Vorlagen irgendwie. Und es ist ein recht irgendwie kurioses Gesetz, wenn man sich die Sachen durchliest. Die führen zum Beispiel auch dorthin, dass also die Firmware, die auf den Routern läuft, auf einem von der EU gehosteten Server liegt und halt signiert werden muss. Und das sind doch recht irgendwie kuriose Dinge, die da irgendwie passieren. Ob das jetzt wirklich zur Sicherheit beiträgt, stellt sich die Frage. Ja, der Breitbandausbau-Initiative des Bundes ist eine sehr gute Frage. Findet die überhaupt statt? Wie in den letzten Medien auch irgendwie bekannt geworden ist, findet sie doch nicht wirklich statt. Und die Industrie sagt selbst irgendwie, dass sie das Ziel nicht erreichen kann. Man sieht es und man merkt es auch, wenn man also hier ins Umland irgendwie sozusagen geht, dass man doch mit sehr starken Verzögerungen oder mit simpel ist nicht da irgendwie leben muss. Das ist eine sehr unangenehme bzw. eine nicht tolle Situation hier in der Bundesrepublik Deutschland, die andere EU-Länder doch deutlich besser irgendwie hinbekommen als hier in der Bundesrepublik Deutschland. Und wir sehen da natürlich auch irgendwie als Freifunkgemeinde die Möglichkeit, halt eben selbst Abhilfe zu schaffen. Ja, das war es eigentlich erstmal für die Notizen und den Jahresrückblick aus Kiel. Ich überleite jetzt einfach über zu dem Jahresrückblick von Nord und übergebe das Mikrofon an Johnny. Danke. Ja, hallo erstmal, mein Name ist Johnny. Ich bin heute mal so in diese Folien geschmissen worden und erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Das werde ich jetzt also auch versuchen. Wie Mike schon sagte, Freifunk Nord ist ein relativ junges Projekt. Das hat sich ist entstanden vor etwa einem Jahr. Ich weiß noch genau, dass ich letztes Jahr hier zu den Kieler Linux-Tagen
rumlief und jeden nach einer Firmware fragte, ob man die schon kriegen könnte. Und die Antwort war immer, nee, die kommt bald. Okay, also das Ganze ist ja so Oktober oder sowas, Oktober, November rum, muss die freigegeben gewesen sein. Du weißt es besser, das war dein Urlaub, ne? Ja. Genau. Und seitdem war es also quasi für alle, die in, zwischen Kiel und Hamburg Freifunk machen wollten, da gab es dann eben nicht so wahnsinnig viel Firmware und man hat sich dann erstmal an Kiel rangedockt. Vielen Dank nochmal für die erste Aufnahme bei euch. Und dann kam halt die Idee, alles was so dazwischen ist, wenn sich irgendwo Leute gründen und wollen mit Freifunk anfangen, dann ist das eine blöde Idee, wenn die erstmal eigene Infrastruktur, eigene Server und eine eigene Firmware bauen müssen. Schicker wäre es doch, wenn wir denen irgendwas in die Hand drücken könnten, hier, fangt erstmal an. Und so ist dann eben dieses Nord entstanden. Jetzt habe ich nicht so eine schöne Historie, weil es so viele Daten noch nicht gibt, aber man kann erkennen, 912 Knoten hatten wir dieses Jahr im September. Das ist das Werk von einem Jahr. Also vor einem Jahr war noch kein Freifunk Nord irgendwie zu sehen. Und es gibt immer so zwischen 1000 bis zu 1300 Nutzern, die man jeden Tag so begrüßt. Auch eine schöne Herausforderung für die Infrastruktur dahinter. Es gibt da so ein paar Hotspots, möchte ich sie mal nennen. Also zum Beispiel jetzt hier, wir sehen den Namen Burg, das ist Burg in Dithmarschen. Man sagt, dass die Burger dort also die gesamte Innenstadt inzwischen flächendeckend abgedeckt haben. Und wenn ich mir die Karte angucke, dann glaube ich das auch, weil auf dieser Landkarte sieht man eigentlich nur einen Wust von blauen Punkten, die alle einzelne Knoten sind und darunter ist nicht einmal mehr die Aufschrift Burg zu erkennen. Also es ist einfach nur dicht. Meldorf ist auch schön voll. Ich weiß gar nicht, wie weit die jetzt inzwischen sind. Was mich persönlich sehr freut, dass Hagen hier auftaucht. Das ist nämlich meine Heimatgemeinde und wir sind zwar mit zum Beispiel 24 Knoten relativ schwach besetzt, allerdings bei gerade mal 500 Einwohnern ist der Schnitt dann doch gar nicht so schlecht. Und Handelow und Undelow, ich habe vorhin noch mal heimlich bei OpenStreetMap nachgeguckt, wo denn das überhaupt ist. Das findet sich also südlich von Hamburg, also wir umschließen quasi auch so ein bisschen Hamburg. Es gibt auch innerhalb Schleswig-Holsteins Bereiche, Kreise, die eine eigene Freifunk-Community haben. Also Pinneberg fällt mir da ein, Stormann fällt mir da ein. Das sind natürlich dann keine Kandidaten für Nord, weil die haben dann ja im Prinzip schon was Eigenes. Ne? Wenn sich jetzt also Ostholstein, Lübeck, ja, und Kiel. Also es wäre zum Beispiel so ein Verdacht, dass als nächstes mal so ein paar Leute sich aus Dithmarschen zusammentun und dann was Eigenes aufziehen, dann wären diese beiden Punkte auch weg. So ist Freifunk Nord gedacht, aber ich glaube, ihr schmeißt keinen raus, wenn er das nicht irgendwie auf die Reihe kriegt. Uns ist es zumindest zum Glück bislang noch nicht passiert. Ja, bei ein paar mehr Clients und ein paar mehr Knoten braucht man natürlich auch ein bisschen mehr Gateway. Also aktuell haben wir 11 Gateways am Laufen. Was dafür sorgt, dass also das Verhältnis von Zahl der Knoten, die so auf einem Gateway laufen, immer noch in einem Bereich ist, wo die Gateways damit auch klarkommen, sowohl lasttechnisch als auch Traffic-technisch, weil man kann sich ja vorstellen, dass 1300 Benutzer, wenn die da also anfangen, ihr Facebook zu klicken, dass da ein klein bisschen was zusammenkommt. Ähnlich wie Kiel gehen wir auch über HideMe raus und es gibt, das hat mich jetzt auf dieser Folie auch so ein bisschen überrascht, ich habe es einfach noch nicht gesehen, aber es gibt auch schon wohl Gateways, die direkt ohne VPN irgendwo den Traffic direkt ins Netzwerk reinkippen. Bitte? Auf Risiko. Auf Risiko. Aber ja auf letztlich Admin-Risiko, nicht auf das Risiko des Betreibers. Ne? Also von mir als Betreiber geht der Traffic immer irgendwie raus und da steht halt nie mein Name drauf. Das war es auch schon soweit von mir, es sei denn, da sind noch Fragen, die ich hoffentlich dann auch beantworten kann. Okay. Danke. Wer war? Mein Name ist Jan-Tarik Butt. Genau, ich werde jetzt was zur Freifunk Nordwestregion erzählen, was dann im Raum Niedersachsen eben liegt. Genau. So, also ich werde jetzt nicht mehr irgendwie erzählen über IT-VPN oder eben was Luan ist und so. Das wurde jetzt ja, denke ich, vorher relativ viel erzählt, sondern gehe jetzt mal direkt ins
ans Eingemachte bezüglich der Informationen bei Freifunk Nordwest. Vor einem Jahr hatten wir ungefähr 1000 Router an diversen Standorten. Da folgt gleich auch nochmal eine Karte, damit man das sieht. Täglich im Schnitt ungefähr 1600 Clients. Wir haben diverse Projekte am Laufen mit dem Stadtjugendring, dann mit der Stadt Ganderkesee, Wittmund, Wilhelmshaven, Osnabrück ist auch gerade sehr aktiv. Gastronomien, beziehungsweise also damals angefangen, aktiv zu werden. Und Gastronomien eben so im lokalen Bereich dann. So sah das letztlich vor einem Jahr aus. Und hier hat man nochmal ein Bild, also wie das dann aussieht. Also oben dann von den Nordseeinseln hoch bis angrenzend ans Münsterland. Dann eben von der holländischen Grenze bis angrenzend Bremen. Früher auch Bremen mit inklusive, also das gehörte auch zu Freifunk Nordwest. Ist dann entsprechend eine eigenständige Community geworden. Das ein Bremen gab es vor einigen Jahren auch schon mal eine Freifunk-Community, das ist leider eingeschlafen und dann hatten wir uns da nochmal gedacht, dass wir irgendwie da nochmal hingehen und irgendwie gucken, dass wir da nochmal irgendwie eine Community aufbauen können, was erfolgreich geklappt hat. Die sind inzwischen... Was sind diese langen Links? Also, die langen Links, das sind zu dem damaligen Zeitpunkt falsch eingetragene Router. Und zwar hatte ich an dem Punkt an einem Verfahren entwickelt, wo die Router eben selbst ihre Position bestimmen können. Oder eben eine Möglichkeit, wo die Leute eben sagen können, lass meinen Router selbst irgendwie die Position beziehen. Genau, das sah dann entsprechend erstmal so aus. Das ist inzwischen behoben, da kommt auch gleich noch ein Foto. Da kommen wir nämlich zu jetzt, also Freifunk Nordwest dann jetzt. Genau, da haben wir deutlich mehr Router und man sieht hier auch nochmal eine Karte mit aktiven Gruppen, wo eben Freifunker aktiv sind, Veranstaltungen machen, Events und eben auch aufklären und unterstützen. Wir haben den Freifunk Nordwest e.V., das ist ein Verein, den wir 2013 gegründet haben, beziehungsweise er hieß 2013 noch Freifunk Oldenburg. Und ist letztes Jahr im Zuge der Expansion dann umbenannt worden. Genau. Dann zu den Zahlen. Also der Verein, die Gründung von Freifunk Nordwest ist 2009 entstanden, also ehemals Freifunk Oldenburg. Genau. Heute fast 1800 Router. Und eben durch viele Privatpersonen, die man dann auch nicht persönlich kennt, wie es dann eben so in der Community ist, wie es sich auch gehört. Und täglich im Schnitt gleichzeitig im Netz 5000 Clients. Genau. Dann zurzeit Städte, Kommunen, Ortsverbände, die gerade eben da sehr aktiv werden, dass sie eben tatsächlich von der Stadt her aktiv die Netze aufbauen, finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, damit man eben Server finanzieren kann oder selber sogar Server aufstellen, also auch lokal in Stadtrechenzentren. Genau. Wir haben aktuell 20 Server, das ist tatsächlich nicht mehr ganz richtig, wir haben mehr. Sind jetzt, also es müssten annähernd 25 Server sein, die wir haben. Also wir haben inzwischen auch im Hintergrund eine Puppet-Infrastruktur aufgebaut, um eben eine teilweise so mit Basiskonfigurationen zu vereinfachen. Das heißt eben, dass Leute aus der Community eben die Möglichkeit haben, relativ einfach eben den Puppet-Server einzutragen, den Puppet-Master einzutragen und halt so die Basiskonfiguration ausgerollt zu bekommen, damit da der Einstieg halt im Serverbereich auch nochmal einfacher ist. Wobei die Idee letztlich da auch schon ist, vielleicht die Server auch nochmal wegzuoptimieren, dass man dann letztlich gar keine einzelnen Server mehr hat, sondern eben alles nur noch als Router betrachtet. Dann eben. Genau. Firmenentwicklung. Wir entwickeln auch an Gluon mit.
Genau, also das Gluon wurde ja auch bereits erklärt, eben basierend auf OpenWRT mit dem Mesh-Protokoll Batman ADV, was auf Layer 2 entsprechend arbeitet, also Meshing auf Layer 2. Clients bekommen V4 und Global V6, also Clients und die Router kriegen auch noch zusätzlich Global V6. Genau, FastD ist aktuell bei uns im Einsatz. Da habe ich angefangen, für Gluon Master einen Tunneldigger zu integrieren, dass wir da entsprechend bald auch auf ein anderes, optimaleres Tunnelprotokoll wechseln können. Oh, die Firmware-Version stimmt nicht. Entschuldigung, da habe ich einen Fehler gemacht. Wir sind bei Firmware-Version 1.1 und ein Signing Request für 1.2 ist gerade aktiv. Genau, und ich weiß nicht, warum ich mich da vertippt habe. Ja, auf jeden Fall, Monitoring-Protokoll ist aktuell der Mesh-Viewer. Wir hatten vorher das Netmon. Das Netmon war an sich deutlich humaner, hatte aber eben das Problem, dass es einfach für so welche Mengen an Daten nicht mehr ausgerüstet war. Also das ist ein Projekt, was 2009 angefangen wurde zu entwickeln. Da haben wir jetzt irgendwie gedacht, ja, mehr als 30 Router, niemals. Und das hat dann nicht so ganz funktioniert. Ja. Da gibt es aktuell Entwicklungen für ein Netmon SC, also ein neues Monitoring, wo man dann auch leichte administrative Arbeiten, also seitens der einzelnen Routerbetreiber, dass die da eben zum Beispiel ihre Router zusammen gruppieren können und dann eben Benachrichtigungen einbauen können. Genau. So. Dann so aktuell, was uns so behindert, das hatte ich ja, also es wurde im Grunde ja auch schon vorher soweit erklärt, eben Störerhaftung. Genau, das werde ich jetzt auch nicht mehr weiter erklären, das ist ja vorhin auch schon geklärt worden. Dann eben die Richtlinien für Funkanlagen, eben der Lockdown der Geräte. Genau, da gibt es gerade, ich weiß nicht, ob das also positive Entwicklungen sind, ja, eher nicht. Ja, dann Frequenzpolitik ist auf jeden Fall auch so ein Thema, das heißt, dass man da schon gerade mit 5G forscht, eben wo man dann Teile des 5-Gigahertz-Netzes nimmt und darüber dann eben das Mobilfunk umsetzen will. Ich glaube, Forschung oder aktive Einsätze gibt es da, glaube ich, gerade im Raum Köln seitens der Telekom. Genau, und das ist natürlich dann auch für uns wiederum blöd oder ärgerlich, wenn da jetzt irgendwie dann mehr Bandbreite letztlich dann oder Frequenzen verloren gehen. Genau, das sind halt so Probleme, die tatsächlich schon eher komplexer sind. Und halt so bürokratische Hürden, ne? Das ist ja dann sowieso auch immer so eine Sache. Also da gibt es jetzt aktuell vom Land Niedersachsen eine Förderaktion von 100.000 Euro für die Niedersachsen. Und die finanziellen Mittel sind jetzt nicht das Interessante, sondern was halt viel interessanter ist, ja, dass das Land von sich aus sagt, hier, schaut euch mal Freifunk an, so, das ist ganz toll und so. Das ist so der eigentliche Gewinn dabei. Genau, die finanzielle Unterstützung ist auch super. Die Umsetzung muss man mal sehen, wie das jetzt sich entsprechend entwickelt. Da gibt es eben Pläne und Ideen, das über ein Anfrageformular zu lösen, was vom Breitbandkompetenzzentrum verwaltet wird. Genau, da muss man mal schauen, wie gut das dann letztlich eben sich trägt und wie das dann funktioniert. Freifunk Nordwest, Entschuldigung, ein bisschen verwirrt. Freifunk Nordwest, nicht Freifunk Oldenburg. Genau, also Freifunk Nordwest, ich werde jetzt von dem Verein nochmal eben erzählen, das ist der Verein Freifunk Nordwest, Moment. Das passiert, wenn man mit den Gedanken dann nicht so ganz, da war erst so. Freifunk Nordwest, der Verein, gegründet 2013, im Juli, aktuell 42 Mitglieder. Dann gibt es halt regelmäßige Treffen
für Oldenburg, also in Raum Oldenburg. Das ist so genau eins der Treffen. Es gibt mehrere Treffen in Osnabrück zum Beispiel, Wilhelmshaven. Genau, da gibt es dann unabhängig davon eben Treffen. Das Treffen in Oldenburg ist dann immer der erste Freitag im Monat und dann in der Regel ist es oft so gestaffelt, dass dann im Folgefreitag dann eine andere Veranstaltung irgendwo im Raum Nordwesten ist. Genau. Mailinglisten findet man eben auf unserer Kontaktseite, falls man da mal so ein bisschen mitlesen will. Und halt allgemein mehr Informationen dann unter ffmw.de, allgemein zu Freifunk Nordwest, zur Freifunk Nordwestregion. Und dann bin ich eigentlich auch soweit schon durch. Genau. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ja, damit neigen sich denn die 14. Kieler Linux-Tage dem Ende entgegen. Jeder kann gerne beim Abbau helfen, irgendwo was anfassen, vor allem unten mal gucken. Also hier oben ist ja außer Videotechnik nicht so viel zu tun. Die Stühle kann man so stehen lassen. Aber vielleicht unten mal fragen, wenn ihr noch ein paar Minuten habt, ob ihr irgendwo mit anpacken dürft. Ansonsten gibt es noch ein paar Salate unten. Die anderen Lebensmittel sind, glaube ich, soweit aus. Außer Trinken natürlich noch. Kaffee-Flatrate geht natürlich auch noch. Ja, nächstes Jahr auch wieder Kieler Linux-Tage, denn die 15. Termin steht, glaube ich, noch nicht fest, wird aber auf der Homepage dann auch veröffentlicht. Also kilux.de oder kielerlinuxtage.de. Da einfach nur wieder mal draufschauen. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank allen Referenten fürs Vortragen. Vielen Dank dem Kids, dass wir ja hier die Räume einfach so nutzen dürfen. Deswegen ist ja auch der Eintritt frei hier, weil wir als Organisatoren, beziehungsweise ich mache am wenigsten, am meisten macht Hauke und Maren, denen auch nochmal einen ganz herzlichen Dank dafür, dass sie das machen jedes Jahr. Und dann bis zum nächsten Jahr, oder? Bis zum nächsten Jahr.